Hi, ich bin Lena und ich studiere das Grundschullehramt hier an der Universität in Bremen im zweiten Semester. Und heute erkunden wir ein paar sehr interessante Fun Facts über die Stadt Bremen. Kommt mit! Unsere fünfte Jahreszeit in Bremen ist der Bremer Freimarkt. Und der findet schon seit fast 1000 Jahren immer im Herbst statt. Neben dem Bremer Freimarkt haben wir auch noch die Osterwiese und in der Winterzeit hier hinter uns auf dem Marktplatz den Weihnachtsmarkt. Wir haben in Bremen übrigens nicht nur eins der ältesten deutschen Volksfeste, sondern wir haben auch zweimal das UNESCO-Welterbe. Einmal den Roland und einmal das Rathaus. Wir befinden uns jetzt am Herdentor an den Wallanlagen. Und hier wurde in einer Nacht- und Nebelaktion eine Bronzefigur mit einem Einkaufswagen in der Hand von einem anonymen Künstler und ohne Genehmigung aufgebaut. Aber die Kulturbehörde versucht, diese Figur auch für die Zukunft zu erhalten. Wusstet ihr schon? In Bremen gibt es auch Alpakas. Zum Beispiel findet ihr die hier im Bürgerpark in der Nähe von der großen Brücke im Tiergehege. Schaut mal vorbei! Lange Sommertage könnt ihr zum Beispiel auch an einem von unseren 11 Badeseen oder 4 Flüssen in Bremen verbringen. Hier eignet sich zum Beispiel der Werdersee, der direkt nahe der Innenstadt gelegen ist. Hier könnt ihr sowohl am zentralen Badebereich als auch auf der gesamten Länge von über einem Kilometer ins Wasser springen. So, das waren ein paar sehr interessante Fakten über Bremen, die du sicherlich noch nicht wusstest. Und ich bin mir sicher, du weißt jetzt warum. Tschüss!